Hallo, mein Name ist Manuela Kuha und heute möchte ich gerne etwas darüber erzählen, wie ich zum Leben in Gemeinschaft gekommen bin und was ich so alles auf dem Weg gelernt habe. Wenn ich jetzt Gemeinschaft sage, dann meine ich jetzt nicht irgendwelche WGs oder Wohnprojekte, die auf rein zweckgebundenes Zusammenleben ausgerichtet sind, sondern ich sag mal visionäre Gemeinschaften, Ökodörfer, wie man auch sie auch immer man sie nennen mag, die sich die Vision gesetzt haben, dass sie eine neue Kultur des Miteinanders von Mensch und Natur aufbauen wollen. Ja, also dieses Ziel, dieser Wunsch ist bei mir schon vor vielleicht so 5 Jahren, 2015 aufgekommen. Und mittlerweile, Mitte 2020, bin ich Mitglied von einer Gemeinschaftsgründungsinitiative zwischen Dessau und Leipzig. Und ja, der Weg dahin war interessant auf vielen Ebenen und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und mir wurde sehr, sehr schnell klar, dass das Leben in Gemeinschaft nichts für Harmoniesüchtige ist, wirklich so gar nicht. Es ist auch nichts für Menschen, die einfach nur einen Mama- und Papa-Satz suchen und die einfach nur wollen, dass die Gemeinschaft dafür zuständig ist, all ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und es ist auch definitiv nichts für Menschen, die die Schuld im Außen suchen, die jammern und andere beschuldigen für ihr eigenes Gefühl und ihr eigenes Leid. Solche Menschen werden nicht in Gemeinschaft glücklich. Und ja, umgekehrt natürlich auch nicht. Doch glücklicherweise können sich Menschen ja verändern. Und ich habe mich auch sehr, sehr verändert auf vielen Ebenen. Und ja, kann ich einfach am Anfang mal beginnen. Es begann so etwa 2015. Damals hatte ich mich gerade selbstständig gemacht. Mir war von mehreren Arbeitgebern nacheinander gekündigt worden und mir wurde dann klar, ich war nicht unglücklich darüber. Ich wollte gar nicht mehr als Angestellte, sage ich mal, leben und meine kostbare Lebenszeit mit etwas verbringen, das ich gar nicht selbst wollte, das ich mir nicht ausgesucht hatte. Ich wollte nicht mehr meine Lebenszeit gegen Geld tauschen. Und ich habe mir vorgenommen, damals schon, dass ich nur noch das machen wollte, was meinen Werten und meiner inneren Sehnsucht entspricht. Ja, das ist ein anspruchsvoller Wunsch, das ist wahr. Doch ich habe mich seitdem, ja, größtenteils dran gehalten. Jedenfalls, ich habe mich selbstständig gemacht. Und eine Folge von diesem Prozess war es auch, dass ich angefangen habe, alles in Frage zu stellen in meinem Leben. Und insbesondere auch, wie und mit wem ich zusammen leben wollte. Ich habe damals in einem Hochhaus gewohnt und mir wurde schnell klar, nee, so nicht. Ich wollte nicht mehr von Beton umgeben leben, nicht mehr entfremdet und isoliert von anderen Menschen, isoliert von der Natur. Das kam nicht mehr für mich in Frage. Also ich wusste schon mal, was ich nicht wollte. Aber was wollte ich denn dann? Das war schon schwieriger. Und das ist ja auch kein Wunder, weil die meisten von uns lernen in unserer Kindheit und der Schule, dass wir selbst nicht wollen dürfen, sondern dass andere für uns wollen. Ja, und dass unsere eigene Wille und dass unsere eigenen Bedürfnisse nichts zählen. Und deswegen ist es für ganz, ganz viele Menschen super schwierig zu fühlen und zu wissen, was sie wirklich wollen. Deswegen konsumieren wir auch so viel, deswegen meinen wir die ganze Zeit Zucker fressen zu müssen. Ja, weil wir nicht wirklich fühlen, was unsere wahren Bedürfnisse, unsere wahren Sehnsüchte sind. Also von daher war es durchaus ein Prozess, da überhaupt ranzukommen. Und damals war es noch ziemlich schwierig für mich. Ich habe also erstmal angefangen zu malen. Ja, und was ich gemalt habe, das sah dann aus wie, ja, wie so ein Dorf im Grünen, wo Menschen, sag ich mal, liebevoll mit Pflanzen umgingen, wo Menschen miteinander tanzten und miteinander im Kreis standen, miteinander meditierten und ja, alles Mögliche machten und generell, sag ich mal, gut miteinander und mit der Natur umgingen. Es war noch damals relativ vage und doch ergab sich, sage ich mal, nur ein Jahr danach, nachdem ich angefangen habe mit diesem Zeichnen und Malen und so weiter, nur ein Jahr danach ergab sich schon eine ganz spannende Gelegenheit. Und zwar ein damaliger Freund von mir, der hatte mir den Mietvertrag angeboten von einem wunderschönen Forsthaus. Oh, also den Mietvertrag von ihm zu übernehmen. Und
Ja, das schien wie die perfekte Gelegenheit, dort eine Gemeinschaft zu gründen. Mit Garten, mit Seminarräumen, mit ein paar Leuten, mit Bauwegen drumherum und so weiter. Also bin ich dort eingezogen. Und ich habe dort auch 2 Jahre gewohnt. Und das war eine super tolle, interessante, lehrreiche Zeit. Und nicht immer angenehm. Ja, es war toll, weil dort, sage ich mal, Menschen zum Anschauen und zum Mithelfen gekommen sind aus aller Welt, die Interesse hatten an diesem Gemeinschaftsprojekt. Und ich habe dann auch nach einem Jahr eine Mitbewohnerin gefunden, immerhin, doch nicht mehr. Und das war eben auch ein Grund, warum es letzten Endes auch scheiterte. Es scheiterte auch daran, dass die Vermieter gar nicht wollten, dass dort eine Gemeinschaft gegründet wurde. Und ja, an solchen bürokratischen Dingen ist es auch gescheitert. Aber hauptsächlich würde ich sagen, ist es gescheitert, weil ich damals einfach persönlich noch nicht bereit war, in Gemeinschaft zu leben. Klar wurde mir das durch einen Konflikt mit meiner Mitbewohnerin damals. Damals war mir nicht so richtig klar, was mein Anteil daran war. Mittlerweile ist es mir klar. Und ich denke, das, was ich jetzt sage, das trifft auf sehr, sehr viele Menschen zu. Deswegen werde ich das jetzt auch teilen, auch wenn es relativ persönlich ist. Ich habe damals noch meine Wut unterdrückt. Das Ergebnis war zum Beispiel emotionale Erpressung teilweise, eine Opferhaltung, das andere schuld sein, eine überhebliche Verleugnung von Konflikten, und andere zerstörerische Verhaltensweisen, die eigentlich Gemeinschaft komplett unmöglich machten damals. Ja, und das habe ich erst im Nachhinein entdeckt, also wirklich gefühlt, was das war. Allgemein denke ich, dass es super wichtig ist, dass wir Menschen wieder, gerade in unserer Zivilisation, sage ich mal, wieder lernen, unsere Gefühle zu fühlen und zuzulassen und anzunehmen. Ich meine, als Kinder in der Schule, da lernen wir, dass Gefühle, oh, das darf man nicht. Jungs weinen nicht, Mädchen werden nicht aggressiv, zu sehr freuen darf man sich auch nicht, weil dann wird man stiege irgendwo in die Ecke gestellt. Ja. Das heißt, die allermeisten Menschen, sage ich mal, so in unserer Gesellschaft unterdrücken ihre Gefühle total. Und das führt zu unbewussten Verhaltensweisen, die sehr, sehr zerstörerisch für das Zusammenleben sind. Und ich würde sagen, dass nicht Gefühle oder Wut an sich die Ursache für Konflikte ist, sondern dass wir sie unterdrücken. Ja, und ich bin seitdem auf dem Weg. Meine Wut, meine Traurigkeit, meine Angst und Freude wiederzufinden. Und das ist ein, ja, sehr, sehr spannender Weg. Ich kann ihn nur empfehlen. Es ist auf jeden Fall sehr lebendig. Und ich denke, das macht auch wirklich beziehungsfähig erst, wenn man seine eigenen Gefühle, seine eigene Körperlichkeit wieder anerkennt. Jedenfalls, nachdem dieses erste Gemeinschaftsprojekt, das ich gründen wollte, gescheitert war, bin ich losgezogen und habe 2019, glaube ich, 12 verschiedene Gemeinschaftsprojekte Ökodörfer in Deutschland besucht. Ja, das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich habe öfters mal, sage ich mal, mehrere Tage oder Wochen bei so Projekten mitgeholfen. Ja, was könnte ich zusammenfassend sagen? Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es, sobald ich, sag ich mal, ernsthaft überlegt habe, mich einem Projekt anzuschließen, da kam so eine Vorstellung, oh, wie soll ich denn jetzt sein, damit diese Menschen mich akzeptieren? Ja, und das ist ja total kontraproduktiv, und das ist ja, weil das zu einer unauthentischen Verhalten führt. Ja, aber wir sind halt so programmiert, dass wenn wir in eine Gruppe aufgenommen werden wollen, dass wir uns erstmal an die Gruppe anpassen. Allerdings, so richtig bringt das auch nichts, weil die Gruppe lernt dann ja nur eine Maske kennen. Und wenn man dann erstmal Teil der Gemeinschaft wäre, wenn dann die Maske fällt, oh, dann kommt hier mal die Katastrophe. Deswegen denke ich, es ist schon auf dem Weg zur Annäherung an der Gemeinschaft total wichtig ist, sich als Mensch zu zeigen, ganz authentisch mit all den Schwächen und Gefühlen, die man eben so hat. Und ich würde sagen, das gelingt mir jetzt am besten bei diesem Gemeinschaftsgründungsprojekt, wo ich jetzt lebe.
Einfach weil ich bin hierher gezogen im Dezember 2020, einfach ohne Erwartung. Ich wollte einfach hier eine Pause von der Gemeinschaftssuche machen. Und bin erstmal komplett ohne Erwartung hergezogen. Ich wollte mich eigentlich gar nicht der Gemeinschaftsgründungsinitiative anschließen. Ich hatte eigentlich die Vorstellung, die Erwartung, dass ich mich einer existierenden Gemeinschaft anschließe. Ich habe mich da so langsam angenähert. Erst auch total ohne Erwartungen zu den Treffen gegangen. Erstmal so, oh ja, was sind das für Menschen? Mal gucken, ob das passt. Und mittlerweile habe ich so viel Vertrauen gefasst, auch durch, sage ich mal, ein paar Konflikte und ein paar Gefühlsausbrüche und andere Dinge, die geschehen sind. Und ich habe gemerkt, dass diese Gruppe wirklich damit umgehen kann und dass da eine stabile oder die Grundlage besteht, dass diese Gruppe wirklich stabil wachsen kann. Und wenn ich da irgendwie so einen Anpassungsdruck gespürt hätte, so nach dem Motto, oh, was muss ich denn jetzt machen, um da reinzupassen, dann wäre das ja nicht passiert. Insofern bin ich total dankbar für diesen Prozess, der dahin geführt hat. Und jetzt bin ich hier. Punkt. Gemeinschaft ist eine Herausforderung an jeden Menschen, selbst Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, für die eigenen Gefühle. Das ist die Grundlage. Die Grundlage für Gemeinschaftsfähigkeit ist Selbstverantwortung und Eigenermächtigung. Die eigenen Bedürfnisse zu kennen und auszudrücken. Das ist eine Grundlage für die Fähigkeit, in Gemeinschaft zu leben. Ich hoffe, dass dieses Video für euch interessant war, dass ihr was mitnehmen konntet. Ich freue mich über eure konstruktiven Rückmeldungen, über Kommentare, über Fragen, über Erkenntnisse, über eure Erfahrungen, die ihr teilen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.